Hey Leute, was geht? Heute habe ich mal endlich wieder ein neues Paintshop-Video für euch. Und zwar geht es heute um eine ganz besondere Lackierung. Und zwar um die Lackierung Ultrablau. Und wie es schon der Name verrät, ist diese Lackierung wirklich ultramäßig blau. Also für mich persönlich ist diese Lackierung einfach ein wahrer Herausstecher aus der Masse. Wenn man sich das Fahrzeug einfach nur anguckt, wie das in der Natur ist, dann kann man sich denken, dass diese Lackierung wirklich aussieht, als wenn sie nicht zur Umwelt passen würde. Und dass diese Lackierung wirklich unrealistisch heftig heraussticht. Diese Lackierung sticht sogar zu jeder Tageszeit hervor, egal ob in der Sonne oder in der Nacht. Einfach bei jeder Tageszeit finde ich persönlich, sticht die Lackierung wirklich sehr schön hervor. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für diesen Paintjob habe ich mir den Pegassi Centorno ausgewählt, weil ich finde, dass es damit am besten aussieht. Dafür wählt ihr zuallererst als Primärfarbe die Metallic-Lackierung Graphit und darüber legt ihr den Perleffekt Ultrablau drauf. Zusätzlich zu dieser Lackierung benötigt ihr allerdings auch noch eine modifizierte Crewfarbe. Den Hexcode dieser Crewfarbe habe ich euch gerade unten links im Video eingeblendet und sie ist im Moment die aktuelle Lackierung meiner Crew. Habt ihr den Perleffekt draufgelegt, wählt ihr einfach nur noch die Crewfarbe aus und jetzt kann man auch schon sehen, dass das Blau hier wirklich hervorsticht. Es sieht also wirklich richtig heftig aus, es hat schon fast etwas Neonartiges, würde ich sagen. Als Sekundärfarbe macht ihr eigentlich fast dieselben Schritte. Ihr wählt euch ebenfalls die Metallic-Lackierung Blau-Silber aus und legt noch einmal die Crewfarbe darüber. Jetzt kann man auch sehen, dass die serienmäßigen Reifen des Centornos durch dieses Blau wirklich auch sehr hervorstechen und das sieht deshalb bei dem Centorno wirklich besonders gut aus. Für mich persönlich zählt diese Lackierung als eine meiner Favoritenlackierungen, weil das Paintjob erstens meine Lieblingsfarbe beinhaltet und zweitens auch noch wirklich so stark hervorsticht, dass man auf jeden Fall aus der Masse unter euren Freunden herausstechen kann. Falls euch dieses Paintjob gefallen hat, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr diesem Video einen Like da lassen würdet und deshalb würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!